zu Rund ums Drehen, Leute. Mein Name ist Daniel. Meiner ist immer Felix. Und heute kommt die letzte Ausgabe von diesem Jahr. Hier haben wir gerade den Jahresrückblick gesehen. Das erwartet euch im nächsten Jahr. Wir werden unser erstes großes Projekt angehen. Und zwar werden wir diese Maschine komplett überholen. Das heißt, auseinanderbauen, die Führungen erneuern, die Lager erneuern. Das seht ihr auch alles im Detail, was wir machen werden. Als zweites großes Projekt habt ihr im letzten Video schon gesehen, dass wir auf der Suche nach einer neuen Drehmaschine sind. Dadurch können wir dann mehrere Drehtutorials für euch produzieren. Und wir sind gespannt, was es dann am Endeffekt für eine Maschine wird. Als nächstes Thema haben wir auch Härten und Schleifen. Das ist auch für euch Azubis wahrscheinlich relativ interessant. Wir als Dreher brauchen es auch öfters bei unseren Teilen. Und dann machen wir den Sprung zu unserem ersten eigenen Produkt, was wir dann derzeit herstellen und auch gerne mal euch vorstellen möchten. Genau, dort seht ihr den kompletten Ablauf von A bis Z, wie dieses Produkt dann entstehen wird. Ansonsten freut es uns natürlich immer riesig, wenn wir von euch Videovorschläge bekommen. Wir haben auch dieses Jahr ein paar umgesetzt. Aber ansonsten bitte gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Wir versuchen es dann so gut wie möglich umzusetzen. Als nächstes abschließendes Projekt haben wir noch vor, eine kleinere Werkstatt einzurichten. Einfach mit den gängigen Maschinen, Drehbank, Bohrmaschine, dass wir das einfach ein bisschen räumlich besser getrennt haben von der Fertigung. Und zu guter Letzt möchten wir euch auch noch mitteilen, dass wir gerade auf der Suche sind nach einem neuen Stapler, weil unserer hat das tägliche gesegnet. Und da werden wir im kommenden Jahr auch einen Vergleich sehen von verschiedenen Staplerherstellern, verschiedenen Marken. Da werden wir ein bisschen unter die Lupe nehmen und ihr dürft gespannt sein. Ganz genau. Leute, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir wünschen euch, dass ihr das nächste Jahr genauso gut und erfolgreich beginnen werdet, wie ihr dieses Jahr beenden werdet. Wir wünschen euch viel Erfolg und auch viel Gesundheit. Bis dahin.